Lektion 99. Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Ihr seid gesegnete Wesen in der Tat und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und Vergebung und Erlösung sind eins. Denn wenn du vergibst, dann diskutierst oder streitest du dich nicht mehr länger mit dem, was ist. Was ist, wurde erschaffen und kreiert von dem kollektiven Geist des Sohnes Gottes. Du erfährst hier das Endresultat und den Effekt deines Denkens und deiner Glaubenssysteme und deiner Werte. Also es geht nicht darum, mit der Wahrheit zu diskutieren oder mit der Realität. Denn es ist das Endresultat von einer Menge von Gedanken, von einer Menge Grübeln oder Wiederkäuen und von einer Menge von Ideen. Das ist so, wie wenn du eine Form hast, mit der du eine Kerze machst. Und du schaust auf die Kerze und da ist ein Fehler in der Kerze. Und du versuchst, die Kerze in Ordnung zu bringen. Du versuchst, sie in Form zu bringen und ein bisschen zu schleifen. Und machst sie glatt, bis der Fehler verschwunden ist. Und dann machst du eine andere Kerze. Aber sie hat den gleichen Fehler in sich. Und so musst du diese Arbeit wieder machen. Du musst sie formen und schleifen und wieder glatt machen, bis der Fehler verschwunden ist. Das ist es, was du in deinem Alltag als problemlösend betrachtest. Und dann machst du eine neue Kerze und siehe da, es ist wieder eine fehlerhafte Kerze gemacht worden. Du siehst, das ist das, was die meisten von euch tun, jeden einzelnen Tag. Jeden einzelnen Tag siehst du Probleme, die Verdrehungen sind von dem einen Geist, von dem du ein Teil bist. Und ihr werdet nicht die Form verändern, also das Modell. Die Form oder das Modell ist es, an dem wir hier arbeiten. Und das ist der Grund, warum euer Leben immer einfacher und einfacher wird. Wenn du Vergebung wählst. Vergebung verändert die Form oder das Modell. Mit Vergebung wählst du nicht länger die Trennung. Und du hältst dich nicht länger von der Liebe fern. Und deine Brüder und Schwestern, die auch Liebe sind. Du entfernst jetzt tatsächlich den Fehler aus der Form oder aus dem Modell. Und du wirst dann eine fehlerfreie Kerze produzieren. Beziehungsweise wird dein Leben zunehmend fehlerlos. In einem Kurs in Wundern wird das als der glückliche Traum bezeichnet. Ja, du bist scheinbar nach wie vor in einem Körper und ja, du bist auch weiter scheinbar in der Zeit. Und ja, du gehst weiter auf der Oberfläche dieses Planeten. Ja, du bist scheinbar weiterhin in der Trennung, aber du bist nicht unter der Knute von jemandem, du bist nicht gezwungen, unbewusst an Fehlschöpfungen teilzunehmen. Du wählst bewusst, wohin dein Geist geht, worauf du dich fokussierst und was du wählst, gehen zu lassen. Denn es ist im ewigen Jetzt, dass du mit dem liebenden Geist erschaffst, was du gerne erfahren möchtest. Und das ist es, wofür diese Welt da ist. Es ist nicht für das tiefe und schreckliche Leiden, durch das einige von euch gehen. Es reicht für Selbstmordversuche oder erfolgreiche Versuche manchmal. Es ist nicht gemacht, um in dieser Art und Weise zu sein. Es wurde gemacht, um eine glückliche Erfahrung von Trennung zu haben und die Spiele zu spielen, die du spielen willst, für eine kleine Weile, bis du müde davon bist. Also lass uns dich an einen Platz des Friedens zurückbringen und an einen Platz von Freude und Glücklichsein. Und dann kannst du die Dinge erfahren, die du gerne erfahren möchtest in dieser 3D-Welt, die du Leben nennst. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich spreche morgen wieder zu euch.